Ja, grüß dich. Wieder mal daheim am Wallersee. An dem See, an dem ich sehr, sehr viel Zeit in meiner Jugend und auch noch später verbringen durfte und viel tolle Sachen erleben durfte. An dem See, wo ich auch schwimmen gelernt habe. Also sehr viele Dinge, die mich in meinem Leben auch geprägt haben, habe ich da gelernt. Und da wieder herzukommen, in diese Ruhe, das wieder zu entdecken, wo sind deine Ursprünge, wo kommt was her, was hat sich da gezeigt und was hast du mitnehmen können. Und gerade in Zeiten wie diesen, glaube ich, ist es gar nicht einmal so schlecht, einmal wieder zu reflektieren, wo komme ich her? Was verursacht in mir? Was hat mich weitergebracht, aber was war vielleicht einmal, was ich lassen hätte können? Obwohl, unterm Strich, auch das hat dich weitergebracht, weil du hast gelernt, trotzdem weiterzugehen. Aber wie oft gehst du in deine Ursprünge, um zu sehen, woher hast du das mitgenommen, wo hast du das aufgesaugt, dass das geworden ist aus dir, was jetzt ist. Und gerade in Zeiten wie diesen ist das ganz ein wesentlicher Faktor, immer wieder zu reflektieren, woher kommt das, wo habe ich das aufgenommen und wo habe ich was mitgenommen, dass das jetzt ist, so wie es ist, die ganze Situation da draußen. Warum fühlt sich die so komisch an? Wo habe ich das mitgenommen? Wo habe ich hingeschaut und wo habe ich vielleicht nicht hingeschaut? Oder wo will ich nicht hinschauen? Ich wünsche dir auf alle Fälle von ganzem Herzen, dass du deine Ursprünge immer wieder anschaust. Wo kommt das her? Und was hast du in dir implementiert, dass sie das jetzt im Außen zeigt und sichtbar macht? Ich wünsche dir dabei viel, viel Spaß und viel, viel Erfolg. Und schau zurück auf deinen Ursprung. Woher kommt das Ganze? Alles Liebe.